Okay. Und was haben wir da? So, kommt's Automobil, bla bla bla. Quittung. Hälfte erste, Unterzeichner, bla bla bla. Ja, wissen wir alles. Also hat er den Wagen nicht gestohlen. Dann war das alles rechtens. Harrison's purchase receipt was legit at least. Also muss er wieder aus dem Knast raus. We have a couple of questions. All right, fellas. Shoot. So, Details der Kaufabwicklung. Can you tell us how you came to buy the car? Girl just wandered in right off the street. Mhm. Der sieht aber so aus, als wenn er die Wahrheit sagt. Also wir gehen jetzt erstmal auf 1. Nothing unusual about the car. Not really my usual type of vehicle. The price was certainly right, though. Nice girl, but about as sharp as a bag of wet mice. Did you pay with check or cash? A check. She wanted it made out to cash, but I insisted. Man has to watch his cash flow. What name? I made it out to Gene Archer on the Bank of Arcadia. Okay. Beschreibung des Verdächtigen. Can you describe this Gene Archer? Brunette, maybe 25, 26. A little on the plump side, but not bone ugly. Mm-hmm. Hm. Na, er wendet aber seinen Blick nicht ab. What was your impression of her? Kind of harried and harassed. In a hurry to go somewhere, but no place to go. You get to know the type. Sehr schön. Verbindung... Was? Verbindung zum Marquis. Aha. Do you know anything about the company that prints these pink slips? Nope. Should I? It isn't exactly my business. Ja gut. Says Marquee Printing. You've never heard of them? Marquee. Sure. They do all the government red tape. You'll find the place down on Aliso Street near San Pedro. Mhm. Dolikowski. Zahlungseinheiten Ja. When exactly did you hand them the check? Close of play on Friday. Na, das zweifeln wir aber mal an. Why didn't you pay her cash? You knew the car was dirty. I had an inkling. When people are in a hurry for money, always pay by check, son. Gives you a couple days to back out. So, verdächtige Transaktion. Erzähl mal. This was all above board. Yes. Of course it was. Mhm. Na klar. Und ich bin der Nikolaus. Did this look legitimate to you, Coombs? I'm in used cars, son. Not bearer bonds. In my business, you don't look a gift horse in the mouth. Now don't come on all high and mighty with me if you want my help. Thanks for your help, Mr. Coombs. We need to continue the investigation. Hope you sort out your problem with Mr. Harrison. Go easy on him, son. Boy's about as sharp as a bowling ball. He's built too low. The fastballs fly over his head. Let me shoot this guy, please. You have a pleasant day. Du kriegst später die Erlaubnis dazu, Stefan. Alles tutti. Well, Harrison might be off the hook, but we can still run an APB on Gene Archer. So, warte mal, ich will mal ganz kurz das ausprobieren. That man is as subtle as a hand grenade in a barrel of oil. Ach, ich bin ein Auto nah. Nein. Moment. Halt, stopp. Noch nicht. So. Komm, wir steigen hier einfach mal in jedes Auto ein. Vielleicht kriegen wir da noch irgendwas dazu. Hey, 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 what the hell are you doing? Nichts. Ich steig nur ins Auto ein. I like you thinking, Phelps. Call it. Lass mich doch. Jedes Auto ist so schön, das sieht so toll aus, weißt du? Hey, hey,
hey, what the hell are you doing? Ja, willst du das jetzt jedes Mal sagen oder was? Halt doch die Schnauze. Oh, gab einen schönen Frame-Einbruch. Ich freue mir gerade einen Keks. Hey, 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 what the hell are you doing? Achso, in so einem Auto saßen wir auch schon mal drin. Ja gut, okay. Dann lassen wir das jetzt. Achso, mein Auto ist da vorne. Wo haben wir denn hier ein Dingens? Da vorne. So. Na? Phelps Badge 1247. How could I help, Detective? How could I help, Detective? Requesting an APB on Gene Archer, age approximately 25, on suspicion of Grand Theft Auto. I'll relay the information. Are there any messages for me? James Belasco is being held at Central Station on suspicion of GTA. Possible link to the Harrison case. They're waiting on you to conduct the interview. Thanks. Dann würde ich sagen, der nächste Ort, wo wir hinfahren, Zentralrevier. So, und ich frage mich jetzt wirklich gerade, warum die Frames jetzt wieder auf 15 runtergehen. Also das verstehe ich gerade irgendwie nicht. Jetzt wieder auf 14, auf 15. Do you think you have to be an asshole to sell cars? Or that selling cars turns you into an asshole? You've got it in for everyone today, haven't you? I've always got it in for car sales. Doesn't matter what day it is. And why do they always think they're comedians when they're about as funny as a heart attack? Maybe the more annoying they are, the quicker you sign on the dotted line, just to get the hell out of there. KGPL to any unit, the 459 there now at 267 South Main. Unit to handle code 2, identify. Nehmen wir einen to the next intersection without killing anybody. You do that for me? Ja, geht's noch weiter runter mit den Frames? Was soll denn die Scheiße jetzt hier? So, jetzt hier im Tunnel habe ich komischerweise wieder 22. Das ist ein bisschen Verarschung, oder? Und dabei ist jetzt alles schon so derbe runtergedreht. Das muss ich doch nicht verstehen, oder? Ich glaube, ich werde es nicht verstehen. Ja, 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 mein Spieler ist schon da. Mach keinen Stress. I know you pennies is hiding from me. I will find you all and eat you. Yes, sir. Damn! Why these places have so much preparation age? Tja. Ooh, wee! Benny's giving me speed. Bleib stehen, du Drogenjunkie! Ja, los, rüber! Get the hell down from there, you lunatic! Ja, nicht wundern, dass ich da jetzt kurz stehen geblieben bin auf der Leiter. Aber wenn ich jetzt weitergeklettert wäre, dann hätte er mich irgendwie angegrüßt. Also angetreten und so. Und das brauchen wir ja nicht. You really need to lay off the pill. You lousy bastard! Wow. Das ging schnell. Du hast deinen Hut verloren, Kumpel. Schicken wir den nach in den Knast, ne? So. Sehr schön. Oh. Errungenschaft freigeschaltet auf der Hut. Beende einen Nahkampf, ohne deinen Hut zu verlieren als LAPD-Detektiv und Ermittler. Das ist ja cool. So, jetzt darfst du fahren. Mach dich mal ein bisschen nützlich. Und halt bitte nicht den ganzen Berufsverkehr hier auf. Wieso fährst du zurück? Bist du bekloppt? What the fuck? Muss ich das verstehen oder was ist jetzt los?
So. Detectives, Belasco is prepped and ready in two. Another stolen car with legit papers. Thanks. Gut. Jetzt sind die Frames wieder bei 26. Also irgendwie kann sich das Spiel nicht so ganz entscheiden, was jetzt hier los ist. Jetzt wieder bei 20. 23, 25. Ja. Okay. Hallo! Was willst du? James Belasco? I want a lawyer. It's my car and I got the proof right here. Take a look for yourself. Mm-hmm. I don't care. Lass mal gucken. Letting gangsters off scot-free. Aha. We bust in there and find the goddamn evidence. James Belasco, Eintimer, mhm. Ja. Ein Chevrolet. Limousine. Ja, toll. Baujahr 45. The paper is real enough, Belasco, but the car isn't yours. This pink slip is a forgery. Was haben wir hier hinten stehen? Rückübertragung, gedruckt, ja, ja, ja. Kennen wir alles? Da ist ja gar nichts eingetragen. Fuck you. Tja. Können wir nichts machen. Ein Auto kriegst du nicht wieder. So, Kurier für gestohlene Autos. Where were you taking the car, James? Blow it off, Greenhorn. You'll get nothing from me. Mhm. Na, ah, dies. Ah, der hat auch schon wieder eine Fresse zum Reinschlagen. Anzweifeln. You're a two-time loser. If you don't give me something, I'm gonna ask the DA for the maximum. You're looking at 10 years, Belasco. Kiss your youth goodbye. I want a deal. Keep talking and we'll see what sort of deal you're worth. My job is to drive the cars out of state. Nevada, Arizona, sometimes New Mexico. With the paperwork they provide, it's normally a breeze. Mhm. Das ist ja toll. Machen wir mal weiter. Does the name Jean Archer mean anything to you? Nope. Never heard of her. Hm. Das könnten wir eigentlich auch anzweifeln. Aber es könnte auch die Wahrheit sein, weil er verzieht jetzt nicht so sehr das Gesicht. Ich gucke zwar auf seine Augen, die gehen zwar ein bisschen hin und her. Nee, komm, wir zweifeln das lieber an. Fuck! You want my partner here to convince you that you do know her? Entschuldigung, Mist wollte ich sagen. Dope. I don't know no Jean Archer. Ach, verdammt. What happens to the cars once they cross over the state lines? I don't know. I just deliver them. Mhm. Das zweifeln wir mal auch lieber an. Give me something, Belasco, or I'll take you back to the cells and tell the whole station you're a child molester. How long do you think? Okay, okay. Alter. Cars get sold in Chicago or back east. Sometimes I bring back cars coming the other way. Heftig. So, gestohlene Autos im Lagerhaus. Where do you pick up the cars, Belasco? Warehouses. Mainly in East downtown. Mm-hmm. Soll ich noch mal ganz kurz hier ins Notizbuch reingucken? Selbst, sagt aus, selbst als Fahrer für das Autodiebstahlgeschäft zu arbeiten. Ah, ja, das ist jetzt die Frage. Ich würde sagen, das setzen wir als Lüge. You're lying, Belasco. You steal the cars yourself and then provide them to the ring. I'd like to see you prove that, copper.